Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Runde Overwatch. Ich bin quasi direkt nach der letzten Folge. Übrigens habe ich mir eine Sache vorgenommen. Ich denke, ich werde nur noch zwei Runden pro Folge bringen, sodass die Folge ungefähr 20 Minuten lang ist. Ich mag zwar persönlich längere Folgen mehr. Und antworte mal kurz auf Skype. Aber ich denke, insbesondere weil ich halt in nächster Zeit nicht unbedingt oft zum Aufnehmen kommen würde. Ich wollte schon immer mal Torbjörn ausprobieren. Build them up, break them down. Hier ist wenigstens klar, welcher Angriff der Fernkampf und welcher der Nahkampfangriff ist, anders als bei Bortak. Denke ich, habe ich so erstens mehr Runden. Und ja, ist glaube ich ganz gut. So. Schauen wir mal, wir brauchen einen Heiler. Wenn kein anderer wechselt, mache ich es halt. True self is without form. Okay. Steuerung soweit verstanden. Ich denke, ich gebe der Heilerin erstmal die Kugel. Okay, das heißt, der eine Orb heilt nur, der andere Orb erhöht nur den Schaden, den sie bekommen. Ich habe irgendwo gelesen, dass die auch beispielsweise dann Dings verändern. Hallo. Und da kann ich gedrückt halten. Entschuldigung. Definitiv noch irgendjemand mit dir spielt. Aber hey, so kann ich auch mal. Und rückblickend, im Nachhinein war es blöd, derjenigen die Kugel zu geben, die sowieso 200 Leben regenerieren kann. Habe ich nicht richtig drüber nachgedacht. Warum ist das Orb wieder da? Verdammt. Da habe ich mich, glaube ich, mit meiner eigenen Kugel abgeschossen. Zenyatta ist nicht meine Stärke. So viel erkenne ich schon. Well, ich kann ihn ja ein paar Mal ausprobieren jetzt. The outcome is not preordained. Get in there. Ja, danke.
Kann ich Junkrat noch die Kugel zuschmeißen? Verdammt. Ich kann nicht glauben, dass das funktioniert hat. Ach ja, meine Ulti habe ich ganz vergessen. Egal, wäre glaube ich auch ein bisschen verschwendet gewesen. Ich meine, eigentlich, meine Ult ist quasi sowas wie Lucius' Ult. Ich kann mein Team vorübergehend für ein paar Sekunden stark verstärken und somit uns erlauben, irgendwo anzugreifen. Ach, fuck! Falsche Taste! Ich wollte nicht meine Ult einsetzen. Ich habe einfach nur nach vorne. Also, ich wollte einfach nur laufen. Fuck, ey. Ich fliege. Ich bin tot. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Eigentlich ist Zenyatta in der Form besonders als Support-Held, dass er auch offen, also dass er halt auch selbst gut kämpfen kann, aber ihr seht meine Eliminierung. Kann ich nicht mal heilen? Danke. Nicht dich, dich. The cycle begins anew. Oh oh. Die war sehr gut gesetzt. Schade. Naja, ich glaube, Zenyatta ist nichts für mich. Play of the game.
So, dann hängen wir noch eine Runde hinten dran. Wen gibt's sonst noch, den ich immer mal spielen wollte? Tracer. Probieren wir Tracer mal aus. Wenn jetzt kein Tank kommt, wechsle ich zu. Okay. Reinhardt möchte ich auch mal mehr spielen. Ach ja, ich kann ja auch mit Rechtsklick irgendwo hinspringen. Läuft soweit ganz gut eigentlich. Ich muss auch ein bisschen mit meinem Aiming arbeiten, aber... Meine Bombe ist ready. Was ist gerade passiert? Dieser Splittershot. Ich hasse ihn. Ah, ich warte noch kurz. Ach, nun. Hat mich... Hat er mich noch erledigt oder war es einfach meine Bombe, die mich erledigt? Okay, er hat mich doch erledigt. Das macht das Ganze ein bisschen weniger peinlich. Was zur Hölle ist gerade passiert? Oh.
Ich weiß echt nicht, was gerade passiert ist, aber irgendwie war ich zumindest an quasi allen Kills an den Gegnern beteiligt. Ich will nicht sagen, dass ich derjenige war, der sie getötet hat, aber zumindest habe ich ein bisschen beigetragen. Ach ja, ich vergesse immer, dass ich damit ja auch meine Leben resetten kann. So, ich schau mal, was bringt da oben hochzugehen. Wir haben den Winston. Gut zu wissen. Geht doch. Das wollte ich gar nicht. Ich warte mal kurz aufs Medipack. Medipack? Danke. Fuck. Aber Tracer-Spielen macht überraschend viel Spaß. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich mit ihr ähnlich wie mit Genji Probleme habe, weil sie einfach viel zu schnell für mich ist. Andere Tracers, mit denen habe ich allerdings ein Problem. War nicht so erfolgreich, wie ich es mir erhofft hatte. Ach, da war der Turret. Moment mal, habe ich das gerade richtig gesehen? Dadurch, dass ich... Wenn ich mich nicht gerade geirrt habe... Okay, habe ich mich geirrt. Ich dachte gerade, weil ich in dem Moment gesprungen bin, in dem ich geblinkt habe, bin ich quasi nach oben geblinkt. Der lief ganz gut. Ah. Bin sogar dabei. Haha. Ah, komm. Reinhard. Ah, okay, okay. Ich habe gesagt, zwei Runden pro Folge. Die Lootbox machen wir noch auf. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Der gefällt mir. Der gefällt mir nicht. Die gefällt mir. Oh, das gefällt mir. Alles klar, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.